Heute werden wir unsere Kritiken hüpfend vortragen, denn es war in den Filmen selbst wenig Bewegung zu sehen. So, wir sind warm. Ja. Kamera läuft auch schon. Also, nein, Schnitt, das kommt, wehe, das kommt da rein. Guten Tag, Moment. Liebes Internet. Also, hallo liebes Internet, Tag 6 oder wie wir ihn nennen, Tag der großen Enttäuschungen und der wahnsinnigen Langeweile. Fangen wir chronologisch an, ne? Genau, du hast heute früh gesehen. Der vierte deutsche Wettbewerbsbeitrag handelt von einem Soldat in Kriegseinsatz in Afghanistan, der früher schon mal da seinen Bruder verloren hatte, ebenfalls Soldat war und der jetzt quasi an den Ort zurückkehrt, einen afghanischen Dolmetscher kennenlernt und im Prinzip an der Befehlsstruktur der Bundeswehr zerbricht, sich dann gegen diese stellt, um die Schwester des Dolmetschers zu retten. Ja, man hört schon, das ist ein Film mit großen moralischen Entscheidungen und so kommt auch ein bisschen daher, ja, also sehr, ja, wie soll ich sagen, moralisch. Es ist leider nur zum Teil relativ unlogisch, was der Film erzählt. Es sind Sachen drin, die man nicht so richtig versteht, die sich aus dem Zusammenhang nicht erschließen. Gott sei Dank bekommt man durch die Musik immer angezeigt, wann jetzt Gefühl angesagt ist und wann großes Drama angesagt ist. Ich finde es schade, dass dieser Film, der ja selbst in Afghanistan gedreht wurde, dann letzten Endes doch so aussieht wie ein deutsches kleines Fernsehspiel. Das ist so für mich eigentlich die große Enttäuschung bislang der deutschen Teilnehmer des internationalen Wettbewerbs. Und ja, also war nicht mein, hat mir nicht gefallen. Nein. Ja, besser wurde es jetzt auch nicht mit einer deutsch-brasilianischen Co-Produktion Praia do Futuro. Und ich überlege immer noch, wie ich erkläre, worum es in dem Film ging, weil da war jetzt nicht so viel. Wir haben zwei Männer, die sich treffen, ein Deutscher und ein Brasilianer. Sie treffen sich an dem Praia do Futuro, weil dort gerade der Freund des Deutschen umgekommen ist und der Brasilianer ihn hätte retten sollen, hat er aber nicht geschafft. Und dann ist das plötzlich so zu Ende und dann schwupp sind wir in Berlin und in Berlin kommen die beiden dann zusammen und werden ein Paar. Die kamen vorher schon zusammen im Auto. Nein, gut, die kamen schon ab und zu mal vorher zusammen, ja, aber so richtig, also da kommen sie dann so richtig zusammen. Plötzlich sind sie ein Paar, wir müssen aufhören, das ist zu schlecht. Ja, guck mal, unser Niveau ist schon auch direkt auf dem Boden, wie die Filme. Ja. Genau, dann sind die so ein bisschen in Berlin so, dann fahren die da so S-Bahn. Und dann gibt es wieder einen Cut und dann ist plötzlich der kleine Bruder von dem Brasilianer da und an ihm kann man erkennen, es müssen wohl ein paar Jahre vergangen sein dazwischen, in denen Gott weiß, was passiert ist und dann sind alle zusammen in Berlin und fahren Motorrad. Ja. So ungefähr. Und am Schluss versöhnen sich der kleine Bruder und der große Bruder wieder. Ach, da habe ich glaube ich geschlafen. Okay. Okay. Naja, wie auch immer, es ist so ein Film, der versucht so über seine Atmosphäre so Emotionen zu erzeugen, dass er nicht so viel reden muss. Das Problem ist, der schafft es nicht und die Hauptdarsteller sind einem schon nach 10 Minuten völlig schnuppe. Das heißt, dieser Film ist komplett leer, weil es einfach nicht funktioniert. Außer natürlich immer so schönes Cello hier und da. Auch hier wird immer angezeigt, wenn man traurig sein muss. Aber das fasst alles nicht so richtig in Worte. Ja. Ich glaube, wir zeigen euch einfach, wie es ist, diesen Film zu schauen. Genau. Ja, also ungefähr so wäre es gewesen, Praia do Futuro zu gucken. Jetzt ein Cut und jetzt gucken wir am Ende weiter. Ja, und dann war der Film irgendwann zu Ende. Genau. Gott sei Dank. Und wir auch. Also wir sind jetzt auch zu Ende. Ja, ja. Wir lassen uns noch mehr aus, glaube ich, im Blog. Genau. Da gehen wir nochmal tief. Da ziehen wir nochmal so richtig vom Leder. Nein, wir kritisieren das natürlich auf höchstem intellektuellen Niveau. Hochprofessionell, genau. Ja. Ja, wir hoffen, es kommen noch bessere Sachen. Immerhin haben wir ja noch ein paar Tage vor uns, also hofft mit uns mit, dass es wieder gut wird. Genau. Tschüss. Ansonsten, tschüss.